Es gibt noch viel zu tun. Intolerant steckt in zu vielen Köpfen. Komm, Herrsche, aufhör zu. Wir machen den Schritt und wir ändern die Richtung. Arigamonte! Don't you choose! Kein Platz für Rassismus! Es gibt noch viel zu tun. Intolerant steckt in zu vielen Köpfen. Ich würde Respekt so definieren, das ist die Achtung jedes einzelnen Menschen, egal wie er aussieht, egal wo er herkommt, dass man jeden Menschen mit einer Achtung ansieht, dass er wichtig ist. Ich würde sagen, Respekt ist, das, wie der Reinhold schon gesagt hat, ist egal, welche Hautfarbe man hat, wie alt man ist, ob der eine jetzt wie im Fußball 30 ist oder der andere 17, jeder muss sich respektieren, der 17-Jährige den 31-Jährigen und andersrum genauso. Es gibt noch viel zu tun, die Tendenz geht nach rechts in unserer Gesellschaft. Ich würde mal sagen, schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Verwandten bin, in Frankreich, Paris oder woanders, in Belgien, da wird oft gesprochen, wenn man sagt, ich bin deutscher Nationalspieler, dann wundern sie sich. Dann heißt das, Hass ist nicht schwer und ist noch nicht, die haben ganz vergessen, dass die ganze Hitlerzeit und sowas schon alles vorbei ist. Dass jetzt Schwarze, Türken oder keine Ahnung, alle Nationen vertreten sind beim DFB. Und ja, ich würde schon sagen, dass es jetzt eigentlich schon seit längerer Zeit egal ist beim DFB. Hauptsache, man kann Fußball spielen. Also ich kann mich da meinem Kollegen Ben nur anschließen. Also persönlich habe ich das hier wirklich selbst noch nicht erfahren. Aber es gibt halt schon, wie auch bei der Europameisterschaft, als wir dann mal auf Internetseiten waren, da hat man halt auch gesagt, ja, wie kann es sein, dass jetzt dreifarbige, dunkelhäutige Spieler in der Startformation stehen? Was ist nur aus Deutschland geworden? Es ist nicht mehr das, was es mal war. Aber persönlich ist das bis jetzt noch nicht uns zu uns rangetreten. Es gibt noch viel zu tun. Also beim Fußball gab es jetzt auch mal eine Phase, als wir hier waren, wir noch in der U15, da hatten wir auch noch einen schwarzen Kollegen in der Mannschaft. Und der ist dann halt vom Gegenspieler halt beleidigt worden, übelst beleidigt worden. Er hat dann die Kontrolle verloren, hat dann zurückgelangt und ja, hat dann die rote Karte gesehen. So war er 4 Wochen gesperrt und der war so fertig. Und das tat auch wirklich weh. Er hat, der Spieler, der ihn beleidigt hat, hat es auch zugegeben. Und er hat sich nicht dafür geschämt, auch noch nicht entschuldigt. Also es war kein schönes Gefühl. Ja, außerhalb vom Fußball genauso. Bei uns ist es, ich denke mal, als Dunkelhäutiger oder Ausländer hat man es irgendwo bei irgendwelchen Leuten immer schwer, weil die bis heute noch uns nicht akzeptieren, warum auch immer. Auf dem Fußballplatz habe ich das schon auch kennengelernt. Aber ich denke, wir sind jetzt schon auch so alt genug und reif genug, dass wir sowas halt wegstecken können und müssen. Also in dieser Saison haben wir zu Hause im Rhein-Energie-Stadion gegen den VfL Bochum gespielt, haben das Spiel 2-0 gewonnen und bin dann halt in der 87., 88. Minute bin ich dann eingewechselt worden. Und als ich da am Rand stand, da kam mir, ich hatte so einen Adrenalinschub und so ein Kribbeln, ich war so nervös, obwohl das Spiel ja schon bald vorbei war, aber es war unglaublich. Ich habe mich auch gut gefühlt, es war super, und dann, als der Stadionsprecher die Ansage gemacht hat, und jetzt kommt der Spieler mit der Nummer 37, Reinhold, und alle, ja, wo? Ja, es war unglaublich, es war super. Und ich hatte auch noch einen Ballkontakt. Nicht gleich die Augen wegdrehen, dann wird es schnell klar. Auf jeden Fall, definitiv. Ja, das war unser Ziel. Man soll Ziele und Träume, ich denke, man soll immer träumen. Und Träume sind dafür da, um sie zu verwirklichen. So denke ich das. Also so sehe ich das. Deswegen, man soll immer weiter träumen und das Ziel vor Augen haben und alles dafür tun. Und ein Ziel von uns ist auf jeden Fall bei der ersten Mannschaft, bei Jogi Löw oder wer auch immer der Trainer ist, auf jeden Fall in der A-Nationalmannschaft zu spielen. Das ist ein Ziel von uns. Komm, alle für einen, einer für alle. All for one. Respekt. Respekt. War geil.